Das perfekte Pricing für deine Social Media Agentur in 2022 für einen allgemein hohen Kundenwert und hohe Umsätze. Hi und herzlich willkommen auch hier wieder in einem brandneuen Video auf dem SMMA-TV-Kanal. Heute mal wieder mit einem sehr, sehr ausführlichen und auch mal wieder mit einem bisschen längeren, aber vor allem sehr, sehr wertvollen Video. Und zwar werde ich euch heute eine Komplettanleitung geben, wie ihr wirklich das Pricing für eure Agentur in 2022 so gestalten könnt, dass ihr als Anfänger und eben auch als Fortgeschrittener viel Umsatz machen könnt und natürlich auch viel Gewinn machen könnt und einen allgemein hohen Kundenwert habt. Einen hohen Kundenwert haben bedeutet, dass du mit einem Kunden mehr verdienst, viel verdienst und dementsprechend eigentlich weniger Arbeit hast. Wie das Ganze aber funktioniert, wie du dein Pricing aufbauen solltest und so weiter, schauen wir uns jetzt anhand einer Präsentation an. Wir switchen jetzt einmal in die Präsentation rüber und dann legen wir direkt los. Wir sind jetzt hier einmal in der Präsentation und bevor ich gleich zu den allerersten Punkten komme, nochmal ganz kurz zu mir. Mein Name ist Max Weiß, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Weiß Consulting und Marketing GmbH sowie auch mittlerweile von mehreren Dienstleistungsunternehmen, darunter eben zwei Social Media Agenturen. Ich habe meine erste Social Media Agentur bereits mit 18 Jahren gegründet, auch direkt eine GmbH. Wir haben mittlerweile mehrere Bürostandorte, über 20 Mitarbeiter und ich habe mittlerweile wirklich 1000 oder über 1000 Leute oder Agenturinhaber ausgebildet, ihre eigene Agentur aufzubauen, auszubauen und auch wirklich über 10.000 Euro im Monat Umsatz damit zu machen. Und ich sage euch das nur, weil mir persönlich ist es auch immer ganz wichtig, dass wenn ich von jemandem etwas lerne, dass es wirklich auch eine Person ist, die das Ganze vorlebt, die wirklich auch Ahnung hat von dem, was sie da erzählt. Und ihr kriegt hier wirklich nur Wissen heute von mir, welches ich wirklich auch nur 100% aus der Praxis die letzten Jahre so entnommen habe. Das heißt, die Pricings, die ich euch heute auch mit auf den Weg gebe, verwenden wir teilweise wirklich genau 1:1 so bei uns in der Agentur und gebe ich auch teilweise 1:1 so meinen Mentees weiter. Das heißt, es wird, wie gesagt, ein sehr, sehr wertvolles Video und wie ich hier schon beschrieben habe, einmal am besten das Handy jetzt weglegen, aufmerksam zuhören, weil dieses Video, ich weiß, es ist komplett kostenlos. Meistens schätzt man was Kostenloses nicht so wert. Aber ihr müsst einfach überlegen, ihr hättet jetzt für dieses Video 5.000 Euro bezahlt, dann würdet ihr euch das Video bestimmt bis zum Ende anschauen und genauso solltet ihr das Ganze handhaben. So, an sich habe ich natürlich auch noch eine kleine Überraschung für euch und zwar werde ich euch eine kostenlose PDF noch zur Verfügung stellen, wo ich euch wirklich nochmal konkret eine Anleitung gebe, wie ihr eine eigene Social Media Agentur aufbauen könnt. Wenn ihr die PDF haben möchtet, einfach dieses Video liken, Kanal abonnieren, Video kommentieren und einfach kurz von dem Kommentar einen Screenshot machen, mir auf Instagram schicken und dann schicke ich dir direkt einmal diese PDF zu. Yes, aber jetzt kommen wir auch direkt wirklich gleich zur Materie und fangen auch wirklich direkt an, was das Thema Pricing angeht, denn wie ich auch immer wieder von vielen Agenturinhabern höre, ist das Pricing so eine Stelle, wo so viel Unklarheiten herrschen und jeder sagt irgendwie was anderes und deswegen möchte ich euch jetzt heute einfach mal darüber aufklären. Ich habe jetzt hier einfach mal zwei Fälle aufgeschrieben, die ja meistens immer eintreten, meistens immer vorkommen. Und zwar, du kannst dich bestimmt mit dem ersten oder mit dem zweiten Fall vielleicht identifizieren. Und zwar Fall Nummer 1, beziehungsweise Fehler Nummer 1, die viele beim Pricing machen, ist, du verkaufst allgemein viel zu günstig, ja, und musst für das, was du eigentlich tust, viel zu viel arbeiten. Das heißt, du hast viele kleine Kunden drin, du hast sehr, sehr viel Aufwand mit diesen kleinen Kunden und du verkaufst dich ganz klassisch unter dem Wert. Also viele von euch, merke ich immer wieder, verkaufen sich einfach unter dem Wert. Und wie das nicht mehr passieren wird in Zukunft, werde ich dir gleich anhand der Präsentation auch noch zeigen. Aber das ist Fall Nummer 1. Fall Nummer 2 ist,
du verkaufst allgemein relativ hochpreisig, aber du schaffst allgemein keine Abschlüsse, weil deine Einstiegshürde für die Kunden einfach viel zu hoch sind. Das heißt, du hörst beispielsweise oftmals im Verkaufsgespräch oder im Closing-Gespräch so, nee, sie haben das Vertrauen in dich und in dein Unternehmen und so weiter, aber sie vertrauen einfach nicht auf Online-Marketing. Sie glauben nicht, dass sie dafür jetzt 3.000 Euro oder 4.000 Euro bezahlen sollen auf 6 Monate und so weiter. Das heißt, du hast teilweise eine große Einstiegshürde und auch diese Einstiegshürde kann man vielen Unternehmen nehmen und dann kannst du auch große Preise verlangen, weil wenn sie einmal das Vertrauen haben, dann wirst du dementsprechend auch wirklich kein Problem mehr haben, hohe Preise zu verkaufen. Wie das konkret funktioniert, werde ich dir auch jetzt gleich demnächst noch erklären. Wir kommen jetzt direkt zur nächsten Seite. Und zwar, was ist allgemein die Lösung dafür? Also was ist die Lösung allgemein für diese beiden Probleme? So, und zwar, ich habe es euch hier auch schon mal kurz aufgeschlüsselt. Allgemein, die Lösung dafür ist, du hast angemessen hohe Preise. Also du solltest gar nicht anfangen, von Anfang an mit niedrigen Preisen zu arbeiten, weil du wirst dich in 3 Monaten oder in 6 Monaten spätestens ärgern. So, warum habe ich einen Social Media Kunden drinnen, für den ich so viel tue, der nur 500 Euro bezahlt? Und du wirst sehen, das sind auch genau die Kunden, die am allermeisten meckern, so die am wenigsten bezahlen. Das sind die, die wollen noch das und hier und da und bla bla bla. Deswegen schau, dass du wirklich von Anfang an ein gutes Pricing, ein richtiges Pricing hast und du darfst, wie gesagt, gerade bei einer digitalen Dienstleistung dementsprechend auch viel abrufen, weil es gibt einfach nicht viele Unternehmen, die wirklich diese Probleme lösen können, die durch die Digitalisierung entsteht, wie zum Beispiel Mitarbeiterakquise, wie zum Beispiel allgemein Social Media Marketing auch für Unternehmen, Neukundengewinnung, Sichtbarkeit, Reichweite. Das ist etwas, was heutzutage einfach ganz anders funktioniert als noch vor ein paar Jahren. Das heißt, du kannst allgemein angemessen hohe Preise haben, aber, jetzt kommt das große Aber, du solltest auch ein Top Einsteigerprodukt haben, um wirklich, und ich sag mal, eine allgemein gute Preisstruktur langfristig. Das heißt, du solltest nie kurzfristig denken, das ist ganz klar. Du darfst hohe Preise haben, aber um hohe Preise abrufen zu können, kann ich dir empfehlen, ein Einsteigerprodukt allgemein zu entwickeln. So, damit der Kunde mal sieht, dass du wirklich auch Ergebnisse vorweisen kannst, dass du Ergebnisse hast, weil dann fällt es dir auch viel, viel einfacher danach wirklich einen langfristigen Vertrag abzuschließen. Wie so ein Einsteigerprodukt aussehen kann, erkläre ich dir gleich. Und nein, keine Sorge, du sollst nichts for free anbieten oder so, bin ich auch kein Fan davon. Ich werde dir gleich erklären, wie so ein Einsteigerprodukt für dich aussehen kann. So, ich habe es euch hier auch nochmal aufgeschlüsselt, bedeutet im Endeffekt, du darfst und du solltest auch hohe Preise haben, aber du brauchst gerade am Anfang oftmals ein Einsteigerprodukt, um das Vertrauen für Online-Marketing zu gewinnen, weil es einfach für viele Unternehmen noch recht neu ist. Und danach solltest du natürlich deinen Kundenwert allgemein stark erhöhen. Darum geht es ja. Wenn der Kunde zufrieden ist, wirst du ihm immer wieder was dazu verkaufen können. Das heißt, der Kunde wächst ja mit dem Marketing. So, wenn Marketing gut funktioniert, macht der Kunde mehr Umsatz, kann auch wieder mehr Geld in Marketing investieren, was du eben im Endeffekt bist. Und dementsprechend, ja, wird dein Kundenwert auch immer weiter ansteigen. So, wie kann das Ganze jetzt für dich konkret aussehen? Was könnten das für Einsteigerprodukte sein oder Einsteigerpakete sein? So, ich habe jetzt hier einfach mal nur 2 Beispiele aufgeschrieben. Das können natürlich auch andere Einsteigerpakete sein, aber das sind 2 Einsteigerpakete, mit denen wir beispielsweise selbst arbeiten. Und zwar Einsteigerpaket Nummer 1 ist klassisch Mitarbeiterakquise. So, Mitarbeiterakquise für Unternehmen. Es suchen mittlerweile so viele Unternehmen händeringend Mitarbeiter. Jedes zweite Unternehmen in Bayern sucht händeringend Mitarbeiter und deswegen die Nachfrage ist da. Und du hast, wenn du eine Social Media Agentur hast, kannst du natürlich einem Unternehmen auch dementsprechend recht leicht über Performance Marketing, über Social Media auch Mitarbeiter reinholen. Und deswegen ist es das perfekte Produkt, um Vertrauen zu gewinnen. Denn man verkauft dem Kunden eine Mitarbeiterkampagne, holt ihm die ersten Mitarbeiter rein, die ihr seit 6 Monaten versucht reinzuholen über Zeitungswerbung oder irgendwelche Online-Stellenanzeigen, whatever, was für die meisten Unternehmen auch nicht so gut funktioniert oder viel zu teuer ist oder nicht qualifiziert genug
ist, also nicht qualifiziert genug Mitarbeiter reinbringt, so, also Mitarbeiter, die nicht qualifiziert sind. Und hier hast du eben den großen Vorteil, dass du genau diese Mitarbeiterkampagne sehr schnell abbilden kannst. Du verkaufst dir eine Mitarbeiterkampagne, innerhalb von 7 bis 14 Tagen sind die Bewerbungen drinnen und du hast einen zufriedenen Kunden und kannst direkt im Endeffekt in den Upsell gehen. Genau das gleiche bei Social Media Betreuung mit der 3-monatigen Testlaufzeit. Wir machen beispielsweise bei unseren Kunden immer Folgendes: Wir machen so ein Sonderkündigungsrecht. Das bedeutet, wir machen 6-Monats-Verträge, 12-Monats-Verträge, aber sie haben die Möglichkeit, wenn sie innerhalb von den 3 Monaten oder ersten 3 Monaten nicht zufrieden wären, eben den Vertrag zu kündigen, um ihnen halt wirklich auch nochmal zu zeigen, hey, uns geht es nicht darum, euch jetzt langfristig zu binden und da jetzt viel Geld zu verdienen, so auf Krampf, sondern wir wollen mit euch viel Geld verdienen, ja, aber wir wollen auch, dass sie richtig gute Ergebnisse haben und sie noch viel mehr Geld verdienen. Und von dem her wollen wir ihnen beweisen, dass wir die Ergebnisse auch wirklich für sie erzielen können. Deswegen sollten wir ja unseren Versprechen nicht nachkommen, können sie einfach nach den 3 Monaten eben kündigen. Das ist zum Beispiel auch was, was ein sehr, sehr gutes Einsteigerprodukt aktuell ist. Wie gesagt, das Ziel von dem Ganzen ist vor allem eben, das Vertrauen aufzubauen und mit den Ergebnissen zu überzeugen. Unser Ziel ist es jetzt nicht, direkt mit dieser Mitarbeiterakquise, mit dieser ersten Kampagne super viel Geld zu verdienen. Du wirst auch gleich sehen, was du dafür verlangen kannst. Aber grundsätzlich, ja klar, es summiert sich auch, wenn du jeden Tag eine Mitarbeiterkampagne verkaufst. Aber uns geht es darum, den Kunden zu überzeugen und direkt nach dieser Mitarbeiterkampagne sofort einen Upsell zu platzieren auf eine 6-Monats-Betreuung, 12-Monats-Betreuung oder eben auf einen Upsell auf eine Social-Media-Betreuung. Und wie ich hier jetzt auch nochmal aufgeschrieben habe, der Sinn dahinter ist wirklich, dass du nochmal einfacher an Kunden kommst. Das heißt, du hast mit einem guten Einsteigerprodukt nochmal eine viel, viel höhere Closing-Rate. Und wenn du als Agentur gute Ergebnisse hast, hast du danach auch eine sehr, sehr gute Closing Rate wieder, um dem Kunden zusätzlich nochmal etwas zu verkaufen, um direkt nochmal, wie gesagt, eine 6-Monats- oder 12-Monats-Betreuung zu verkaufen, was eben auch dein Ziel sein sollte. So, jetzt gucken wir uns aber wirklich mal konkret an, wie können denn diese Preise ausschauen? Also wirklich vom Einsteigerprodukt über langfristige Zusammenarbeiten oder langfristige Monatspakete. So, und zwar bei dem Einsteigerprodukt ist es so, wir haben zum Beispiel hier bei dieser Mitarbeiterakquise, bei dieser einen Kampagne, die wir einem Unternehmen verkaufen, habe ich jetzt zum Beispiel mal angesetzt 2000 Euro. Was wir zum Beispiel hier machen, ist oftmals, dass du dem Kunden sogar anbieten, erfolgsorientiert zu arbeiten. Bedeutet nicht jetzt auf Provision, bedeutet nicht so, du holst einen Mitarbeiter rein und wenn der drinnen ist, lässt du dich dafür bezahlen, so. Nee, das machst du nicht, weil du hast ja nicht mehr in der Hand, wenn du dem Kunden Bewerbungen lieferst, ob der diese Bewerbungen auch wirklich anruft, wie der die Bewerbungsgespräche führt und so weiter, sondern du erhältst im Endeffekt erstmal eine Setup-Gebühr von zum Beispiel 1000 Euro. Dort setzt du dann die Facebook-Ad auf, das Creative auf und so weiter und so fort. Und die anderen 1000 Euro, also insgesamt 2000 Euro, werden dann fällig, wenn 3 qualifizierte Bewerbungen drinnen sind. So, dann definierst du mit dem Kunden kurz, was qualifiziert bedeutet. Der braucht die und die Ausbildung, sollte aus dem und dem Ort kommen, sollte so und so alt sein und so weiter. Das kann man alles auch vertraglich festhalten. Und wenn diese 3 qualifizierten Bewerbungen drinnen sind, dann wird die Restsumme fällig. So, und dadurch, dass sowieso, wenn du eine Facebook-Werbeanzeige schaltest, um diese Bewerbungen reinzuholen, hast du die Bewerbungen innerhalb von den ersten 7 Tagen, 14 Tagen drin. Das heißt, die Restsumme ist auch in den ersten 7 bis 14 Tagen bei dir direkt dort. Und du hast es natürlich nochmal einfacher, dem Kunden etwas zu verkaufen. Ich würde niemals in ein Closing-Gespräch gehen und direkt sagen, ja, wir arbeiten ja erfolgsbasierend, sondern es sollte ein Joker sein bei dir. So, wenn er wirklich nochmal am Ende sagt, er muss nochmal unbedingt eine Nacht drüber schlafen oder mit dem Geschäftspartner reden oder whatever, dann kannst du ihm zusätzlich wirklich nochmal so ein Modell anbieten mit der Setup-Gebühr und erfolgsbasierend, wenn die ersten paar Bewerbungen drinnen sind. Ansonsten pitchst du natürlich direkt immer
die 2000 Euro und schaust erstmal, wie der Kunde darauf reagiert, machst auch dementsprechend Einwandbehandlung. Genau das gleiche auch bei der Testlaufzeit. Die Testlaufzeit für Social Media ist nicht dafür da, dass du jetzt in den 3 Monaten das kostenlos machst oder gar nichts verlangst oder ich sag mal, mit dem Preis runtergehst, sondern es geht hier nur um das Sonderkündigungsrecht. So, die Leute wollen nicht direkt, obwohl sie noch nicht wissen, was dabei rumkommt, 12 Monate gebunden sein. Deswegen verlangen wir in den ersten 3 Monaten beispielsweise 1500 Euro pro Monat. Sollte der Kunde nicht zufrieden sein, dann hat er eben das Recht zu kündigen. Nach diesen Testlaufzeiten oder nach diesen Einsteigerpaketen, wie gesagt, sollte das Ziel sein, mindestens eine 6-Monats-Betreuung zu machen für so eine Mitarbeiterakquise. Das könnten zum Beispiel 1500 Euro dann pro Monat sein für eine Stelle oder eine 12-Monats-Betreuung dann für zum Beispiel 1250 Euro pro Monat pro Stelle. Das heißt, wenn ein Unternehmen tendenziell mehrere Stellen sucht, 3 verschiedene Stellen, 5 verschiedene Stellen, kannst du dementsprechend den Preis natürlich auch anpassen und natürlich auch höher setzen. Aber ich habe das Ganze jetzt mal runtergerechnet, wirklich für eine Stelle. Und ich habe die Preise auch wirklich sehr günstig jetzt hier mal angesetzt. Also wir verlangen wirklich deutlich mehr bei uns in der Agentur. Und du wirst auch merken, wenn du die ersten Closing-Gespräche hast, die ersten Kunden abgeschlossen hast, dass es eigentlich noch relativ wenig ist für die qualifizierten Bewerbungen, die du da reinholst. Aber es soll für dich jetzt einfach mal hier so ein Richtwert sein. Solltest du beispielsweise einen Kunden drinnen haben, der wirklich nur eine einzige Stelle gesucht hat oder der wirklich auch zusätzlich sagt, hey, er möchte online seine Brand aufbauen, er will wirklich bekannt werden in der Region und so weiter, kannst du natürlich auch nach diesem Einsteigerpaket dann eine 6- oder 12-Monats-Betreuung für Social Media verkaufen. Und du wirst sehen, das wird viel besser funktionieren, als wie wenn du direkt in einem Kaltakquise-Gespräch oder so versuchst, einen Kunden von Social Media zu überzeugen. Weil wenn du wirklich erstmal zu dem Kunden hingehst und sagst, hey, sie suchen noch aktiv Mitarbeiter, oder? Ja, wir suchen Mitarbeiter. Dann verkaufst du ihm erstmal eine Mitarbeiter-Akquise-Kampagne, hier in dem Fall für 2000 Euro oder erfolgsbasierend. Danach ist der Kunde super happy, weil er hat die Ergebnisse, er hat die Leads und vor allem das Vertrauen. Und danach kannst du ihm viel, viel einfacher hier eine 6- oder 12-Monats-Betreuung für Social Media verkaufen, weil er, wie gesagt, das Vertrauen hat und eben auch die Power von Social Media jetzt erkannt hat. Das Pricing für die Social Media Betreuung allgemein kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viele Kanäle allgemein bespielt werden. Das heißt, wenn wirklich allgemein ganz normal Instagram und Facebook bespielt werden, ist man so im Schnitt bei mindestens 1500 Euro. Und dann, je nachdem wie viele Kanäle wie LinkedIn, TikTok oder whatever noch dazukommen, geht natürlich dieser monatliche Betrag dann nochmal aufwärts. So, jetzt gucken wir uns wirklich nochmal an, was das Ganze eben auch langfristig bedeutet. Also langfristig sollte dein Ziel natürlich sein, den Kundenwert, wie gesagt, zu erhöhen. So, ich habe hier auch nochmal aufgeschrieben, du solltest darauf achten, dass dein Kundenwert immer stetig steigt. So, bedeutet, einem zufriedenen Kunden kannst du immer etwas Neues anbieten, dadurch dein Marketing, sein Unternehmen natürlich wächst. Das war auch das, was ich dir am Anfang eben erklärt habe. Was noch dazu kommt, ist, dass du nach einer gewissen Zeit, wenn du diese Dienstleistungen mit den Preisen, die ich hier auch ungefähr jetzt beschrieben habe, für dich als Richtwert, du wirst sehen, nach einer gewissen Zeit kannst du diese Preise, ich sage jetzt mal ungefähr so nach spätestens 6 bis 12 Monaten, kannst du diese Preise auch wirklich nochmal anheben und erhöhen und dementsprechend natürlich auch, dass du allgemein eine höhere Nachfrage hast, weil immer mehr Kunden auf dich zukommen, kannst du natürlich deine Preise erhöhen und dementsprechend auch wieder viel mehr für deine Dienstleistungen verlangen. So, und jetzt ganz wichtig, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Es ist super wichtig für dich, eine Pricing-Struktur zu haben. Das heißt, einen gewissen internen Funnel zu haben. Wie jetzt beschrieben, einmal zum Beispiel ein Einsteigerprodukt, wie diese Mitarbeiterkampagne oder eben auch die 3-monatige Testlaufzeit, um den Kunden wirklich mal zu gewinnen, um das Vertrauen zu gewinnen, um ihn von den Ergebnissen zu überzeugen. Dann hast du die langfristigen Laufzeiten, 6 Monate, 12 Monate, wo wirklich das Geld verdient wird, wo du wirklich Cashflow verdienst und sobald der Kunde gute Ergebnisse erzielt,
zufrieden ist, dann tust du wirklich im letzten Step, im hinteren Step wirklich auch nochmal den Kundenwert erhöhen, diesen Kunden immer und immer wieder neue Dienstleistungen dazu verkaufen und dann schaffst du es auch wirklich mit einem Kunden viel Geld zu verdienen und relativ wenig Aufwand mit diesem Kunden zu haben. So, und wie du siehst, wenn du allgemein jetzt auch noch irgendwelche Fragen zum Thema Pricing hast oder allgemein sagst du, hey, du willst deine Agentur jetzt aufbauen oder allgemein skalieren, dann kann ich dich, wie gesagt, einmal herzlich für ein kostenloses Telefonat mit mir eintragen. Dort kannst du einfach in der Videobeschreibung mal auf den Link klicken, dich eintragen, dann hören wir uns da auch schon die nächsten Tage, gucken uns einfach mal bei dir an, was ist jetzt deine Ist-Situation, wo willst du hin und wie können diese Schritte für dich konkret aussehen, damit du wirklich auch mit deiner Agentur dort ans Ziel kommst. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Telefonate mit euch und damit du auch siehst, dass das wirklich alles hier Hand und Fuß hat, blende ich dir jetzt einfach mal hier in den kommenden paar Sekunden noch ein paar Screenshots ein von unseren Mentees einfach aus den letzten Tagen und ansonsten sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und auch vor allem fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video soweit gefallen. Spätestens jetzt auf jeden Fall hier den Kanal abonnieren, denn hier kommen zweimal pro Woche ein Video online zum Thema Agenturaufbau, Agenturskalierung und Social Media Marketing und ansonsten viel Spaß noch mit den Screenshots und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Max. Ciao.